Also, ich nehme mir ein Vanilleeis und gebe es in den Mixer. Nein. Was könnte ich noch gebrauchen? Oh. Ekelhafter Schimmelkäse. Das werde ich jetzt zusammenmixen. Sieht ganz schön hübsch blau aus. Wunderbar. Riecht aber richtig ekelhaft. Das kommt jetzt in die Eismaschine. Und fertig ist die Eiscreme. So ein Eis sollten wir noch dekorieren. Mit Würmern am besten. Voll eklig. Das kommt hier hin. Und jetzt mache ich ein leckeres Eis. Rotes Eis. Womit soll ich das nur vermischen? Ah ja, genau, mit diesem wunderbaren Gel. Ein bisschen rot, ein bisschen blau. Und schon bekommen wir wunderbares Lila. Himbeerfarbe. Wunderbar. Diese Mischung kommt in die Maschine. Oh, schaut euch diese wunderbare Farbe an. Und der Geschmack ist unglaublich. Hier kommen noch ein paar M&Ms drüber. Super. Was kommt hier rein? Ich frage mich, wer welches bekommt. Ich will anfangen, okay? Oh ja, das sieht lecker aus. Und das schmeckt auch lecker. Ich will auch so eins. Wunderbares Eis. Das schmeckt total. Und die Waffel auch. Ich liebe es. Und jetzt bist du dran. Come on. Okay. Alles klar. Was ist das denn? So was werde ich auf keinen Fall essen. Du musst es aber. Voll ekelhaft. Ich glaube, ich muss gleich kotzen. Oh je, schneller, desto besser. Ich kann gar nicht hinschauen. Oh, ich habe noch nie was Schlimmeres gegessen. Vielleicht werde ich sterben. Gleich könnt ihr was erleben. Dieses Vanilleeis ist genau das Richtige für meine Idee. Wunderbar. Nice. Womit sollte ich das vermischen? Ich glaube, ich nehme mir Senf. Eiscreme mit Senf. Das wird wunderbar. Ein einzigartiger Geschmack. Die Farbe wird sicher schön sein, aber das wird mega eklig schmecken. Ich frage mich, wer das wohl bekommen wird. Mein Supergemisch ist fertig. Schon habe ich daraus Eis gemacht. Super. Als Topping nehme ich etwas Katzenfutter. Wie ekelhaft. Das kommt hier rein. Und jetzt mache ich was Leckeres. Dafür nehme ich mir Schokoladeneis. Vermische es mit Erdbeersoße. Ist ja toll. Eine große Menge davon. Es wird süß und lecker. Jetzt schön vermischen. Toller Geschmack. Das ist genau das Richtige. Das kommt in die Eismaschine. Das wird das beste Eis überhaupt. Und da kommen noch ein paar Cornflakes obendrauf. Sieht toll aus. Hier, du kommst hier rein. Na, wer wird das wohl probieren? Voll interessant. Wer von uns ist der Glückspilz? Ich habe gewonnen, also kann ich anfangen. Sieht interessant aus. Das schmeckt aber richtig eklig. Ich kann das gar nicht verdauen. Okay. Einfach nur runterschlucken. Katzenfutter mit Senf. Jetzt bist du dran. Na gut. Oh ja, da sind Cornflakes drauf. Oh, das ist Schokolade. Ich liebe es. Das werde ich auf jeden Fall aufessen. Jetzt nehme ich mir wieder Vanilleeis. Das ist ganz einfach. Aber hier muss noch was reinkommen. Wie eklig. Fisch. Stinkt ja richtig. Ich habe noch nie ein Fischeis gemacht. Und da kommt noch ein bisschen Brokkoli mit rein. Ich frage mich, was daraus wird. Die Farbe sieht eigentlich ganz nett aus. Aber ich weiß ja, was da drin ist. Hier fehlt noch ein bisschen Topping. Wie wär's denn mit Marshmallows?
Ich bin mir sicher, das wird nicht lecker sein. Ab in die Box. Und jetzt nehme ich mir noch ein bisschen Vanilleeis und vermische es mit Seetang. Ja, das wird mega eklig. Seetang-Eis, das jemals jemand probiert? Oh mein Gott! In die Eismaschine und daraus wird jetzt Eis gemacht. Hier fehlt auch noch ein schönes Topping. Wie wär's denn mit ein paar bunten Streuseln? Das sieht ganz schön sympathisch aus, aber ich will mir gar nicht vorstellen, wie das schmeckt. Fertig. Kann ich diesmal anfangen? Okay. Was ist denn das? Oh, das sieht ja köstlich aus. Wunderschön. Wonach schmeckt denn das? Oh mein Gott. Schmeckt's hier nicht? Ich muss mich zusammenreißen, das schnell aufessen. Oh, voll furchtbar. Jetzt bist du dran. Okay. Alles klar, was erwartet mich wohl? Was für eine schöne Farbe mit Marshmallows. Oh nein, das schmeckt aber gar nicht gut. Ich hab mich geirrt. Come on. Na los, du musst es aufessen. Ich kann nicht. Du musst. Ich versuche es. Das ist einfach unmöglich. Na, was erwartet uns diesmal? Alles klar. Ich nehme mir wie immer übliches weißes Eis. Und für die Farbe und den Geschmack füge ich ein paar rote Zwiebeln hinzu. Genau so. Und als Krönung gibt's Nutella. Ich schätze, der Nutella-Geschmack wird dieses Eis nichts anhaben können. Das ist ja schon mit Zwiebeln. Wow, diese Farbe sieht einfach wunderbar aus. Wobei der Geruch... Nee, das will ich echt nicht wissen. Jetzt mache ich daraus Eis. Die Farbe sieht appetitlich aus. Und obendrauf ein paar Gummibärchen. Schön, aber ich bin mir sicher, dass das richtig eklig sein wird. Was mache ich sonst noch? Oh, ich nehme mir dieses wunderschöne Regenbogeneis. Wunderbar. Und da füge ich ein paar Hühnerbeine rein. Und ein bisschen Coca-Cola. Die gesamte Flasche. Na also. Oh yeah. Ach ja, den Ketchup hätte ich ja fast vergessen, um die Wirkung zu stärken. Was für ein ekelhaftes Eis wird das denn? Das würde ich echt nicht gern probieren. Das kommt jetzt in den Eisautomaten. Sieht interessant aus. Mit ein paar weißen Streuseln? Ganz schön stilvoll. Aber ich weiß ja, dass das mega eklig ist. Nun, Mädels, probiert das. Du, ich. Ich fange an. Oh, was habe ich denn da? Sieht ganz schön interessant aus. Und wie schmeckt das? Das kann man ja gar nicht essen. Voll eklig. Ah, geschieht ihr zu Recht. Na warte, ich werde dich gleich aufessen. Was ist das? Hähnchen mit Cola? Okay. Probier deins. Ja, ich bin dran. Lila Eis mit Gummibärchen. Oh mein Gott. Oh, das ist ja voll das schreckliche Eis. Was ist denn mit deinem Gesicht los? Ich kann das nicht essen. What? Du musst aber. Wenn du drauf bestehst. Ich glaube, ich muss gleich kotzen. Mach's gut. Oh, so viele Zutaten. Ich nehme mir Vanilleeis als Basis. Womit könnte ich es diesmal vermischen? Diesmal nehme ich mir leckere, süße Oreo-Kekse. Genau das Richtige. Aber ein paar Nuggets gebe ich auch noch mit hinein. Ich frage mich, wie das schmecken wird. Alles schön vermischen. Das wird ganz schön unerwartet. Aber ich weiß nicht, ob das schmecken wird. Nuggets sind zwar cool, aber mit Oreo? Ich weiß nicht. Da kommen noch ein paar Pommes frites drüber. Wunderbares Experiment. Sowas hat es sicher noch nicht gegeben. Und dieses Eis werde ich so machen. Ich nehme das Schokoeis. Sieht lecker aus. Und gib da ein paar leckere Erdbeeren hinein. Alle Erdbeeren, die ich habe, kommen da rein. Und ein
paar von diesen Sushi. Ich frag mich, was daraus wird. Alles schön vermischen. Die Farbe sieht gar nicht schlecht aus, aber ob das schmecken wird? Nice. Daraus mache ich jetzt ein Eis. Und kippe ein paar Schokoraspeln drüber. Wie appetitlich. Aber den Geruch des Fisches kann ich schon spüren. Das war's auch schon. Mal sehen, wer welches Eis bekommt. Diesmal kannst du anfangen. Sieht appetitlich aus. Und wie schmeckt es? Na, so lala, ich weiß ja nicht. Du solltest deins auch probieren. Okay. Auf jeden Fall. Das sieht schokoladig aus. Schmeckt aber irgendwie komisch. Aber ich werde trotzdem alles aufessen. Ich habe den Geschmack nicht verstanden. Und du? Ich auch nicht. Aber wir haben trotzdem alles aufgegessen. Ich bin Erster, der beginnt. Wow, eine ganze Reihe von verschiedenen Eissorten. Mein Traum wird wahr. Kate, jetzt bist du dran. Bei mir schwindelig. Na, was habe ich bekommen? Oh, no. Oh nein. Warum werde ich auf diese Weise bestraft? Come on. Ich will diese Chilischoten nicht. Die sind viel zu scharf. Awesome. Oh ja, mein Kuchen wird da viel leckerer sein. Wenn ich erstmal das Eis drauflege. Schau mal, wie bunt das aussieht. Awesome. Ich weiß sogar, wie ich die Torte noch schöner machen kann. Awesome. Ich brauche einfach auf der Spitze noch mehr Eis. Bingo. Den gesamten Eimer. Und wenn ich jetzt die Torte noch etwas höher machen könnte. Zum Beispiel mit noch einer Eiskugel. Wow. Awesome. Das ist ja toll. Ah, du weißt ja noch gar nicht, wie lecker diese Torte sein wird. Gleich werde ich es dir ausführlich beschreiben. Das ist erstaunlich. Genauso lecker, wie ich dachte. Kate, willst du auch was probieren? Could you please? Natürlich, wenn du mir was gibst. Willst du was? Kriegst aber nicht. Denn das ist meine Torte. Du hast deine eigene. Na los, probier was. Ich hoffe, dass ich von einem Bissen nicht gleich ein Feuer entfache. Ich wünsche mir Glück. Mein Mund brennt. Was für ein Albtraum. Von dieser schrecklichen Torte esse ich nichts mehr. Ach so? Dann werde ich wohl das Rad der Strafe rausnehmen. Mal sehen, was du bekommst. Oh ja, noch mehr Tabasco über deine Torte. Ich bespritze einfach mal deine Torte. Was hast du da getan? Ich hatte mal eine blaue Torte und jetzt ist sie ja ganz rot. Jetzt werde ich sicher verbrennen. Tom, wenn hier gleich was brennt, dann bist du daran schuld. Ich spüre meinen Mund nicht mehr. Du hast Dampf in den Ohren. What? Oh nein, ich hebe ab. Please. Wo willst du hin? Wer wird die Kuchen essen? Diesmal müssen wir das Rad wohl selber aufhalten, oder? Okay. Ich mach's einfach mit geschlossenen Augen. Was zum Teufel ist das denn? Mayonnaise und Essigpulver? Ich wollte doch keinen Salat machen. Awesome. Mal sehen, was ich diesmal bekomme. Was Leckeres, oder? Nee, das ist voll unfair. Ich muss das Rad weiterdrehen. Nee, das ist jetzt unfair. Wenn du schummelst, muss ich das Strafrad wieder rausholen. Okay, wo sind meine Schokogeschenke? Ich liebe Nutella und Bueno. Und ich muss wohl die kalorienreicheste Torte auf der Welt zubereiten. Diese Mayonnaise ist so eklig. Gross, fett. Nutella hingegen ist einfach fantastisch. Könnte ich jeden Tag essen. Wie kriege ich jetzt die Mayo auf den Kuchen? Die ist so dick. What? Richtig fettig. Awesome. Ah, ich habe eine Idee. Nutella ist auch dickflüssig, deshalb muss ich sie auf besondere Weise angehen. Ich nehme mir Werkzeug und bringe die Nutella an der Torte an. Oh, das ist wohl die leckerste Torte, die ich je in meinem Leben gemacht habe. Okay. Jetzt muss ich nur noch die Nutella ausrollen. Awesome! Sieht schon mal gut aus.
was probieren. Oh oh. Ups, jetzt habe ich Schokolade im Gesicht. Das ist toll. Wenigstens kann ich etwas Leckeres probieren. Awesome. Diese blöde Mayonnaise will nicht rauskommen. No. Na komm schon. Na endlich. Das sieht mega eklig aus. Bingo. Ja, stimmt noch was nicht. Vielleicht ist sie nicht flach genug. Awesome. Ich nehme mir so lange deinen Roller. Aha, ich habe herausgefunden, was los ist. Awesome. Ich muss die oberste Schicht etwas fester machen. Oh, weird. Was ist das denn? Wo kommt die Mayo her? Kate, ich glaube, du steckst dahinter, oder? Du hast meine Torte ruiniert. Wieso hast du mir das Glas auf den Arm gestellt? Damit du mir nicht mehr in die Quere kommst. Hilf mir, das Ding abzunehmen. Oh no! Ich habe gerade keine Zeit. Ich muss nämlich meine Schokoriegel anbringen. Das ist ein anspruchsvoller Job. Perfekt. Wie soll ich die Gurken anordnen? Das ist eine große Herausforderung. Vor allem ohne Hände. Schau dir meinen Kuchen an. So richtig schön schokoladig. Ich will auch so einen. Kann ich vielleicht was von dir probieren? Ich gebe dir auch was von meinem ab. Von deinem? Nein, vielen Dank. Ich will mein Schokowunder probieren. Oh, wie lecker. Leute, ihr solltet alle mal so eine Torte probieren. Ich muss meine Torte auch probieren. Ich glaube, ich werde nicht begeistert sein. Ha, du hättest dein Gesicht sehen sollen. Dieser Kuchen ist schrecklich. Wie geht's? Oh, so eine Menge Essen. Ich bin mir sicher, ihr könnt mir daraus leckere Nudeln machen. Okay. Also ein Versuch ist es wert. Okay. Ich frage mich, womit ich anfangen soll. Einfach mit den Spaghetti. Ich stelle sie ins Wasser. Mann, wieso passen die nicht rein? Hier stimmt doch was nicht. Ich muss nachhelfen. Ah, ich habe mir was einfallen lassen. Ich muss die einfach kaputt machen. Tada! Ach, was treibst du denn da, Jane? So geht das doch nicht. Ich zeig dir mal, wie man mit Spaghetti umgeht. Man muss sie in bereits kochendes Wasser legen. Und wenn der untere Teil weich wird, rutschen die einfach in den Topf. Ach, Oma, was willst du der schon beibringen? Die sollte sich ein Beispiel an Profis nehmen. Ich werde nämlich meine Nudeln selbst machen. Die schmecken dann viel besser als die aus dem Supermarkt. Ich brauche etwas Mehl, ein Ei, ein wenig Salz. Jetzt knete ich alles gut durch und fertig ist der Teig. Ich färbe ihn gerne schwarz, dafür benutze ich Tintenfischtinte. Die ist absolut ungefährlich. Ich brauche auch nur ein paar Tropfen. Also, ich habe den Teig gut durchgeknetet. Und jetzt lasse ich den Teig eine Weile unter der Frischhaltefolie ruhen. Ich bin mir nicht sicher, ob du genug Zeit hast, um dein Gericht zuzubereiten. Alles unter Kontrolle. Es ist Zeit, meinen Teig auszurollen. Das ist keine schwierige Aufgabe. Das werde ich sicher schaffen. Ich nehme mir ein spezielles Messer und schneide den Teig in Streifen. Schaut doch nur, wie weich er ist. Jetzt bestäube ich den Teig mit Mehl. Das war's. Jetzt kann ich die Dinger kochen. Ich werfe sie direkt ins kochende Wasser und rühre sie etwas um. Das Wichtigste ist, dass sie nicht zusammenkleben. Und jetzt kümmere ich mich um die Beilage. Ich habe mich entschieden, meine Nudeln mit Meeresfrüchten zu machen. Dafür brate ich ein paar Oktopusse. Sieht seltsam aus. Ihr versteht doch nichts in Haute Cuisine. Ich füge noch etwas Soße hinzu und fertig sind wir. Bobby wird meine Pasta lieben. Ich glaube, mein Junge mag Ketchup mehr. Jane, was machst du da? Ich versuche, die Spaghetti aus dem Topf zu holen. Oh Mann, das sieht ja gar nicht aus wie Spaghetti. Ich glaube, das werfe ich besser weg. Ich muss mir was anderes einfallen lassen. Ich weiß. Ich nehme mir einfach fertige koreanische Nudeln. Die mag Bobby total. Etwas würzen und heißes Wasser reingeben. Das ist doch erbärmlich. Also ich finde, das sieht gut aus. Wow, so viele Gerichte. Ich kann es kaum fassen. Ich weiß gar nicht, womit ich anfangen soll. Das sieht so ungewöhnlich aus. Ich hasse Oktopusse. Oh, aber dafür liebe ich Nudeln mit Ketchup. Das ist meine Lieblingssoße.
Ha, koreanische Nudeln. Was für eine Überraschung. Oh nein, ich glaube, die sind viel zu scharf. Da hat wohl jemand mit den Gewürzen übertrieben. Aber ansonsten fand ich die cool. Ich habe gewonnen. Was wünscht sich mein Junge jetzt? Ich wünsche mir ein paar Chips. Was auch immer du meinst, mein Kleiner. Ich habe keine Ahnung, was ich mit den Kartoffeln anfangen soll. Die Oma wird es dir beibringen. Zuerst müssen wir die Knollen schälen. Und jetzt schneiden wir sie ganz dünn. Jetzt geben wir etwas Öl in die Pfanne. Schalten den Herd ein. Und geben die Kartoffeln ins Öl. Dort braten wir sie, bis sie eine Kruste haben. Ah, das scheint ja gar nicht kompliziert zu sein. Danke, Oma. Ich werde es versuchen. Also zuerst schälen. Ich glaube, ich mache was falsch. Wieso habe ich so ein kleines Stück nur übrig? Okay, die Stücke habe ich geschnitten. Jetzt muss ich Öl in die Pfanne geben, Herd anmachen und los geht's. Nein, tu es nicht. Ah, das ist ja heiß. Oh nein. Du hättest die Kartoffeln vorsichtig hineinlegen sollen. Wahrscheinlich ist Kochen einfach nicht dein Ding. Ach, kommt schon, ihr werdet es doch sehen. Jane, du hast mich abgelenkt. Wegen dir habe ich mein Gericht fast vergessen. Ich will was Besonderes machen. Meine Chips sind nicht aus Kartoffeln, sondern aus Tortillas. Das macht sie noch knuspriger und schmackhafter. Ich lege meine Tortillascheiben in heißes Öl. Oh, das brutzelt ja. Und das war's auch schon. Wir können sie wieder rausnehmen. Das sind echte Nachos. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, sind Gewürze. Aber das kann ich ändern. Jetzt muss ich mein Gericht servieren. Wunderschöne knusprige Stücke. Ich nehme mir Käse statt Gewürze. So wird's noch besser schmecken. Oh, sieht ja wunderschön aus. Ach ja, und jetzt noch ein paar Kirschtomaten. Und ein bisschen Limettensaft. Der wird den Geschmack noch etwas verbessern. Schaut euch diese perfekten Hälften an. Oh wow, das sieht ja richtig toll aus. Aber meine Kartoffeln sind nicht so gut geworden. Muss ich die wegwerfen? Nee, wartet mal, ich habe eine Idee. Ich lege die Kartoffeln einfach in eine Schüssel und bestreue sie mit ganz viel Gewürz. Sieht doch schon mal gut aus. Ha, das hat Spaß gemacht. Könnte ich nochmal machen. Ich sehe, ihr habt euch ganz schön Mühe gegeben. Guten Appetit, mein Kleiner. Also, ich fange damit an. Oh, so viel Gewürz. Gefällt mir nicht. Diese Kartoffeln sehen hübscher aus. Okay. Oh, wow, was sehe ich denn da? Das sind ja Nachos. Moment mal. Käsesoße? Nee, mag ich nicht besonders. Also, diese Pommes mag ich am meisten. Ja, ich habe gewonnen. Das ist mein Junge. Wow, das sind ja echte Kuchen. Du hast recht, Jane. Die werdet ihr benutzen, um mir eine Torte zu machen. Fantastisch. Da freue ich mich schon. Okay. Ich bin mir sicher, meine kleine Naschkatze Bobby wird meine Torte am meisten lieben. Dieser weiße Kuchen passt perfekt zu meiner weißen Buttercreme. Wie ihr seht, bin ich auch schon fast fertig. Das sieht köstlich aus. Die Creme ist glatt gestrichen. Jetzt kann ich noch ein paar Schokoriegel hinzufügen. Bobby liebt die Dinger. Oh, was könnte ich noch hinzufügen? Ich hab's. Wie wär's denn mit ein paar Schokokügelchen? Das sieht doch schon mal schön aus. Und ein paar Skittles dürfen auch nicht fehlen. Wunderbar. Ein echtes Meisterwerk. Nicht schlecht für eine Hausmannskost. Aber kein Vergleich zu meinem Dessert. Ich habe nämlich in den besten Konditoreien Frankreichs gearbeitet. Das kann man schon daran sehen, wie selbstbewusst ich arbeite. Den Kuchen halbieren wir und geben oben drüber die Creme drauf. Etwas verteilen, aber das war's noch nicht. Die andere Hälfte des Kuchens wird nämlich oben drauf gesetzt. Und jetzt schneide ich die Mitte aus. Den Kuchen stelle ich auf die Seite. Und jetzt geht's an die Creme. Ich mache nämlich einen echten Regenbogen aus diesem Kuchen. Rot, orange, gelb, grün, hellblau, blau und lila. Ich bin auch schon fast fertig. Ihr werdet erstaunt sein.
Emma, du hast dir mal wieder irgend so einen Blödsinn ausgedacht. Ach, gib's zu, Oma, du bist doch bloß neidisch auf mich. Sowas ist dir nämlich nicht eingefallen. Meine Torte ist ein echtes Kunststück. Wow, ich bin so begeistert. Ich habe meine Torte ja ganz vergessen. Moment, das sieht irgendwie seltsam aus. Aber ich weiß, wie ich das noch gut machen kann. Okay. Ein Versuch ist es wert. Schlimmer kann es eh nicht werden. Ich verstehe nicht. Wozu brauchst du denn dieses Ding da oben? Ihr werdet es gleich sehen. Na, ist das nicht spektakulär? Also, das habe ich nicht erwartet. Also, mein kleiner Bobby, wir sind fertig. Ja, es ist Zeit, dass du deinen Nachtisch probierst. Oh ja, da freue ich mich schon. So eine Menge Süßigkeiten. Ein echter Regenbogen, der schmeckt göttlich. Großartig, Emma. Jetzt geht's weiter. Das ist der Kuchen von meiner Oma. Schmeckt auch gut. Und das ist die letzte Torte. Sieht aus wie großer Eisberg. Aber ich mag den Regenbogen am meisten. Bingo. Ich will das Rad zuerst drehen. Was für ein Glück für mich. Ich mag wirklich Würstchen. Es ist so cool, dass ich so ein Ding bekommen habe. Eine riesige Wurst, um genau zu sein. Lecker. Und jetzt kann ich schauen, welche Leckerei ich bekomme. Mann, ich wollte einen Leckerbissen, keine hässliche Kakerlake. Vielleicht ist es noch nicht zu spät, alles zu verändern. Nein, ich lasse es nicht zu. Willst du, dass ich dieses ekelhafte Zeug esse? Ich meine, es stinkt oder es krabbelt. Nein, das mache ich nicht. Ich habe schon jetzt große Angst vor ihnen. Wenn du es nicht auf die einfache Tour machen willst, wir haben ein Bestrafungsrad. Nein, ich würde lieber Kakerlaken essen. Obwohl sie überhaupt nicht zu meiner leckeren Pizza passen. Ah, sie haben meine Hand angegriffen. Nein, dafür habe ich mich nicht angemeldet. Juli, worauf wartest du noch? Okay. Du sollst schon deine Wurst essen. Ich stimme völlig zu. Ich denke, ich mache einen Hotdog aus Pizza. Mit einem leckeren Wurstbelag. Sieh nur, wie groß und lecker sie ist. Das ist das Leckerste, was ich seit langem gegessen habe. Die Wurst ergänzt den Geschmack der Pizza perfekt. Sie ist so viel schmackhafter als normale Hotdogs. Juli, du zwingst mich, dir ein bisschen von deiner Köstlichkeit zu nehmen. Das würde ich sehr gerne tun. Was machst du da? Wer hat dir erlaubt, meine Wurst und meine Pizza anzufassen? Gib mir meinen Hotdog zurück. Schäme dich. Iss deine Kakerlaken. Ich will nicht. Es gibt so viele von ihnen. Sie wollen offensichtlich meine Pizza essen. Wow, es gibt wirklich eine ganze Reihe von ihnen. Geht raus! Lass mich wenigstens einen Bissen Pizza essen. Wow, sie haben mir kaum etwas hinterlassen. Nun, das ist sogar noch praktischer. Sie hat gerade eine Kakerlake gegessen. Was für ein Albtraum. Ich glaube, da ist etwas in meinem Mund. Raus! Milas Mund ist jetzt eine Kakerlakenreich. Kann ich dieses Mal die Erste sein? Ich frage mich, was in dieser Runde auf mich zukommen wird. Oh nein! Bitte keine Würmer! Ich würde mit Kaugummi zufrieden sein. Hurra! Hubba Bubba! Ich mag es! Wunderbar! Jetzt bin ich an der Reihe, das Rad zu drehen. Was? Das ist nicht fair. Warum bekommen einige Kaugummis und andere Hühnerfüße? Sie sind ekelhaft und hässlich und widerlich. Ja, ich beneide dich nicht. Iss alles lieber schnell auf. Und worauf warte ich eigentlich noch? Jetzt ist es an der Zeit, diese Kaugummis auf die Pizza zu legen, damit sie schön und lecker wird. Sie sind hell und lang. Bingo! Die Pizza mit ihnen auf jeden Fall glänzen wird. Tada! Wie war es? Ich finde, es ist großartig. Ja, das sieht fantastisch aus. Nicht wie Hühnerfüße. Übrigens, ich habe eine tolle Idee. Mila wird den Streich mögen, den ich mir für sie ausgedacht habe. Was zum Teufel ist das?
Nein, das ist zu viel. Ich wünschte, du würdest diese Pfoten auf deine Pizza legen, statt in mein Gesicht. Das wäre doch viel produktiver. Warum bin ich so bestraft? Ich könnte den Geschmack von Pizza genießen, aber ich muss an Hühnerfüßen ersticken. Wie war das? Juli, magst du es? Schmeckt die Pizza gut? Willst du mich auf den Arm nehmen, iss deine Pizza. Okay. Das ist ein Kinderspiel. Eine schöne Pizza zu essen? Wie cool ist das denn? Ich hätte nicht gedacht, dass Kaugummi und Pizza zusammen etwas Unglaubliches ergeben würden. Es ist so gut, dass ich gar nicht mehr aufhören will. Ich glaube nicht, dass ich seit langem eine bessere Pizza gegessen habe. Es ist Zeit für eine riesige Kaugummiblase. Wow, es ist wirklich groß. Je größer die Blase, desto cooler der Boom. Was ist hier los? Wo bin ich? Ich kann wegen der Flüssigkeit nichts mehr sehen. Das ist mein Chance, die ganzen Hühnerfüße loszuwerden. Pizza ohne sie zu essen schmeckt viel besser. Juli, denkst du, dass ich nichts gesehen habe? Du hast es nicht getan. Ich habe alles gesehen. Und für deinen Betrug wirst du dich dem Rad der Strafe drehen müssen. Oh nein, ich hoffe, ich bekomme etwas, das nicht gruselig ist. Hurra, der Regen ist sogar schön. Was wäre, wenn es Hühnerfüße regnen würde? Haha. Oh nein, ich bekomme eine Welle von diesen bösen Füßen. Juli, du siehst so lustig aus. Okay. Mal sehen, welche Leckereien mich dieses Mal erwarten. Oh ja, das nenne ich Glück. Es ist Zeit für ein paar Kaugummiaugen. Man kann sie nicht nur essen, man kann auch damit spielen. Schau mal, Mila, ich habe Augen auf meinen Fingern. So, jetzt ist genug gelacht. Zeit, die Augen zu probieren. Wie war es? Schmecken sie gut? Sehr gut. Ich bin mir sicher, okay, dass meine Pizza unglaublich wird. Ich wollte auch den leckeren. Oh, Oktopusse. Oh nein. Sie sind so klein und schleimig und ekelhaft. Ich kann mir nicht vorstellen, wie schrecklich meine Pizza sein würde. Stell dir vor, wie unangenehm sie sein würde. Naja, das sieht sogar schrecklich aus. Igitt! Ich beneide dich nicht. Ich hingegen bin mir sicher, dass meine Pizza mit den Kaugummiaugen köstlich sein wird. Es sieht sogar schön aus. Wunderbar. Wie lecker! Ich kann nicht aufhören. Ich könnte auch etwas Weingummis gebrauchen. Alle würden. Ich bin neidisch auf mich selbst, weil ich so eine leckere Pizza gegessen habe. Jetzt fallen mir sogar die Augen aus dem Mund. Haha, Juli, du machst Quatsch wie immer. Ich habe einfach sehr gute Laune. Mila, warum isst du nichts? Ich habe gehofft, du vergisst mich. Ich will diese Oktopusse wirklich nicht probieren. Ich hoffe, sie kleben nicht Tränen an mir. Die arme Mila. Es ist wirklich ekelhaft für mich, es überhaupt anzuschauen. Ja, natürlich, da sind Oktopusse. Sie sind klebrig. Wie findest du das witzig? Das ist überhaupt nicht witzig. Ich zeige es dir. Hui, was war das? Wie konntest du es wagen? Jetzt ist dir klar, dass Oktopusse überhaupt nicht lustig sind. Das hättest du nicht tun sollen. Warte, ich schiebe dir gleich eine Pizza in den Mund. Die ganze. Dann wirst du die Oktopusse bestimmt nicht entkommen. Nimm es. Igitt! Was für eine Abscheulichkeit. Juli, du bist sehr grausam. Ich bin es nicht. Ich bin nur fair.